Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 20, zu der Saison mit den KC aus Klagenfurt. Ja, ich hoffe, ich geht es Ihnen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und nach einem 4-1-Niederlage gegen die Bulldogs versuchen wir heute hier in zu Hause einen Heimsieg wieder zu erringen. Wir sind immer noch an Platz 1 der Tabelle mit 79 Punkten, dahinter Kim Salzburg mit 62. Könnten uns vielleicht nur gefährlich werden, vielleicht auch nicht in der Tabellenführung. Ich glaube, in der nicht. 79 zu 62. Ich glaube, wir bleiben bis Ende Tabellenführer, egal wie, was noch passiert. Und dann schauen wir mal, wie es in die Playoffs weitergeht. Aber ich würde sagen, ich quatsche hier lang miteinander. Wir starten hier gleich los. Wie gesagt, wir spielen zu Hause. Wir haben eigentlich da alle grünen Balken auf unserer Seite. Also müsste es mit einem Sieg klappen. Das Freitagsspiel war ja nicht so der Bringer gegen Dornbirn. Aber auch ein Meister darf mal schwächen. So, Pulli verlieren wir mal. Ja, der eine oder andere werde ich bei meinem DEL-Video wahrscheinlich gehört haben, wo ich gesagt habe, und wenn nicht, dann kann ich gerne dem Video auch noch einmal sagen. Wir YouTuber müssen jetzt unsere Videos selbst bestimmen, ob es geeignet für Kinder sind oder nicht. Ich mache dies hier mit Gaming nicht, dass es speziell für Kinder sind, weil sonst müsste die mal auf die Brotwahl aufpassen, was ich habe. Ah, ich versuche es so. So gut wie möglich es jugendfrei zu gestalten. Und es werden im Moment gerade zwei Projekte geben. DEL und die EBL, weil ich einfach im Moment nicht mehr Zeit habe, dass ich das dritte Projekt betreuen kann. Dadurch, dass ich ja arbeiten gehen muss auch noch, damit ich immer meine Rechnungen zahlen kann. Ich versuche die Hellriders nachher, sobald ich hier ein Projekt fertig habe, auch fertig zu machen, dass wir zumindest mal in diesem Jahr mit den Hellriders an Stanley Cup gewinnen. Das war mir sogar wichtig, weil ich das nämlich nicht mag, dass ich Projekte einfach hören zum Wobbrich. Also ich weiß nicht, warum, dass ich letztes Jahr die Hellriders nicht fertig gemacht habe. Irgendeinen Grund werde ich schon gehabt haben. Ich kann die Vasen nicht mehr. Wahrscheinlich war es auch die Zeit. Und ich hätte ja vor, also mein Plan ist, The Last of Us 2 zu machen. Weil ich hab das erste Spiel schon, ich glaube, 4 oder 5 Mal durchgespielt mit dem Joel in Begleitung von Ellie. Und anscheinend, was ich so gehört habe, wir haben bis jetzt noch keine angespielt Videos geschaut bis zu dem Zeitpunkt. Kann man da jetzt halt mit der Ellie spielen? Ist auch interessant. Interessant ist, was ist mit Joel passiert. Dann, was muss ich gerade überlegen? Weil ich habe, das ist jetzt schon vor doch her, wo ich die DL-Videos gemacht habe. Dann habe ich mir das OBS-Studio hochgeladen, weil ich da gerne ein 7-Days-Projekt mache. 7 Days to Die Projekt. Ein bisschen anders als wir meine ganzen anderen YouTuber-Kollegen, während wir die Suki, weil wir das in einem Team-Rookie während.
sagen wir mal so, im Auto, so im Out von Walking Dead möchten sie mir umgehen. Wir sind nur beim Planen, wie man das genau umstellen in der wird. Wer vorhin sagt, hey, ich spiele auch Seven Days to Die am PC, gell? Und ich möchte gerne eine Gruppe haben, mit der ich auch spielen kann, gell? Seid uns herzlich willkommen. Alter ist bei uns egal, es müsst sich gerade aufführen. Und wir haben einen Kandidaten dabei gehabt, der hat betrogen, während dass wir zum Beispiel bei einem LS spielen, wenn wir einen LS-Server, einen LS-19-Server, wir haben ihn beobachtet beim Betrügen und auf das hier haben wir ihn dann aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Weil, wenn, dann spielen wir fair und nicht mit Schwindlereien, das wollen wir nämlich nicht. Deswegen haben wir uns jetzt auch beschlossen, in der Gemeinschaft einen Gemeinschaftshof aufzubauen. Das heißt, jeder von euch, der was mitspielen möchte, der kriegt 1,2 Mille. Er darf sich dann genau das Gerät kaufen, das was er gerne haben möchte. Also wenn einer von euch sagt, er möchte dann gerne Holz arbeiten, ja, und kauft sich einen Harvester, dann sagt er, möchte ein Waldstück haben und er möchte auch Holz arbeiten und er möchte nur fürs Holz arbeiten zuständig sein, ich sage jetzt einmal so, dann macht er das. Jawohl, da haben wir das erste Tor. Da haben wir das erste Tor für den KAC zu Hause im zweiten Drittel. Das war jetzt so, bei den LS haben wir auch einen eigenen Server, wir haben einen eigenen Teamspeak. Wer da mitspielen möchte, braucht gerade die Kommentarbox nutzen oder wie auf Instagram umschreiben oder auf Facebook oder unter Steam unter apwolf1 bin ich zu finden. Wer allerdings sagt, nein, ich spiele kein LS, ich spiele Europa Trucker, gell? Dann kann man auch Freundschaftsanfrage schicken, bitte dazu schreiben, woher das wie kennt, weil sonst kann nicht passieren, dass ich die Freundschaftsanfrage nicht annehme, gell? Sonst kann ich passieren, dass ich die Freundschaftsanfrage nicht annehme. Und da ist das zweite Tor. Wie gesagt, wenn einer sagt, ja, ich möchte gerne 7 Days to Die spielen oder ich komme mit den 7 Days to Die nicht klar, wie ich was machen muss. Wir haben einen Server bei 7 Days to Die mit einer kreierten Welt, mit einer selbst kreierten Welt. Die Zombies sind eingeschalten, aber der Vorteil ist, der Kreativmodus ist eingeschalten. Das heißt, es kennt sich aus den, es kennt sich eine Basis bauen. So kurz wie es wollt, es braucht nicht looten gehen. Es ist zum. Das ist zum Beispiel ganz interessant. Vielleicht Leute, die sagen, ich baue mir zuerst einmal eine Base. Ich probiere viel aus. Ich will Strom haben, ich will das und das haben und danach gehe ich looten und Zombies killen, weil man das taugt. Dann geht das auch. Das mache ich zum Beispiel, ich richte mir ein Haus her. Ich tue es jetzt nicht besonders so ansichern, weil wenn sie einbrechen, dann brechen sie ein, dann kann ich mir das alles wieder aus dem Inventar rausziehen. Und da ist das dritte Tor für den KAC. Ich habe jetzt nichts umgestellt, gell? Also ich habe genau, ich spiele mit einer Spielding weiter, als wir es letzte Mal gespielt habe, aber ich hab's ja gesehen, wir haben die ganzen grünen Balken mit Angriff, Verteidigung und Tor auf unserer Seite. Und wenn du jetzt sagst, nein, Kreativmodus spielen ist jetzt nicht so mein Fall, gell? Könntest du auch mich kontaktieren, weil dann stelle ich die Verbindung zum TS her und dann könnt sie es mit dem Rock. Und mit dem Holze auf einer ihren Server spielen, weil die haben auch einen Server mit der kreierten Welt.
Die bauen da eine Gemeinschaftsbase, gehen halt da looten, die spielen halt genauso wie halt ohne Kreativmodus. Also, falls ihr mal eine Gruppe sucht, mit der was spielen wollt, auf einem Server, dann funktioniert die Sache. Also, könnt ihr auch machen. Ja, und ich bin, wenn ich Zeit habe, dann einmal, bin ich dann auch wieder unterwegs im ETS 2. Ich spiele ja auf dem Server 1 und nachdem ich es wieder umgestellt habe, beim nächsten Mal, wenn ich drin bin, steht bei mir eine Hellrider Group dabei. Es gibt noch einen zweiten, der was miteinander fährt mit der Hellrider Group. Das ist der Senfman, der Chris, der Gaucho. Weiß nirgendwo 60. Mittlerweile fährt er, glaube ich, ein Volvo. Der fährt mit die Schwerlast Zugmaschine. Aber er ist halt eben im DLC-Bereich unterwegs, wenn er fährt. Wenn er fährt, dann ist er eben im DLC-Bereich unterwegs. Genauso wie wir von Nord-Süd-Tangenten, wenn es ausgeht. Also das heißt zum Beispiel von Norwegen nach Istanbul auch. Und sobald das die Siberia DLC raus ist, werden wir auch nach Spanien und Portugal dann noch ziehen. Ich, für meinen Teil, für die was interessiert, sage ich, dass die Siberia an Ostern rauskommt. Und da werden wir wahrscheinlich, ich vermute, das nächste DLC in dem Jahr werden wir, erst kriegen wir Ostern in Iberia und das zweite werden wir wieder um Nikolaus rumkriegen. Und ich vermute, dass dann da Griechenland kommen wird. Griechenland, Albanien oder so. War geil was, wenn es dann Irland dazu nahmen. Weil dann war der Westen nochmal komplett ausgebaut. So. Was sind ja, heute hat es mal nichts mit dem Eishockey zu tun. Ich habe heute mal nicht einmal über die Tore geredet. Aber dadurch, dass ich nicht weiß, wie es 2020 mit meinem Kanal weitergeht im Moment. Ich habe ja da schon mal drüber geredet. Ob ich nur Let's Plays mache oder nicht Let's Plays mache, das weiß ich im Moment nicht, wie es weitergeht, weil ich nicht weiß, wie sich das zeitlich spielt bei mir. Weil über den Sommer, also ab Juni bis September, werde ich sehr wenig Zeit haben. Weil da ist genau bei uns in der Vorschule die stressigste Zeit, weil da die ganzen Studenten, Schüler bei uns in Österreich, die was aus Österreich zuschauen, die wissen, dass zwischen Juli und September die Ferien sind. Und da wo andere Lehrer frei haben, da müssen andere Lehrer, wie die Vorlehrer, arbeiten. Ich möchte jetzt zwar was probieren. Ich hab's ganz vergessen. Ich hab das in einem DEL-Video gemacht. Ich weiß, es wird wahrscheinlich doch hier auch durchkassieren. Aber es macht nichts. Ich möchte es da mal mit dem KAC ausprobieren. Den Torhüter-Modus. Scoops up the puck now.
Habe ich es jetzt tatsächlich geschafft oder was, dass ich nur da geblockt habe? Ich finde es immer interessant, da aus der Position zu spielen. Jetzt könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar reinschreiben, ob ich mal speziell so ein Video machen soll. Dann mache ich das mit den Hellriders. Dann bin ich mit dem Maxim-Tor. Einmal so aus der Torhüterposition einmal spielen. Aber ich weiß nicht, mit Würfi, dass wir dann verlieren, gell? Also das. Wenn mein DEL-Video gesehen hat, der hat gesehen, welcher schlechter Torhüter das eigentlich bin. Dann machen wir gleich wieder raus. Gehen wir davon aus, dass dort jetzt nicht mehr hochkommen. Ich habe gerade spart Rutig, also mit 14-0 hätten wir schon in dem Drittel drin bleiben können. Schon. Aber ich finde es immer interessant, aus der Torhüterposition zu spielen. So. Das nächste Spiel ist am 14. Jänner. Das ist schon der Dienstag. Nein, der Mittwoch ist es. Der Mittwoch ist es. Okay. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Na. Oho. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Ah, schau. Wir haben jetzt schon drei Fixe für die Playoffs. Wir haben schon drei Fixe für die Playoffs. Salzburg und Dornbirn sind jetzt auch fix dazugekommen. Die haben sich schon qualifiziert. Für die Playoffs. Linz, Innsbruck, Verheeren muss nur Wien, Villach, Südtirol, Graz. Ja, ob Graz reinkommt, sehen wir ja. Wir werden sehen, wir haben jetzt nur laut meiner Listen 2, 4, 6 Spiele. Schauen wir mal, was sich da herunten noch ändern wird. Na gut, aber jetzt definitiv, meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe, euch hat der Spieltag gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues versäumt. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Spieltag noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Realität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!